Hallo, da sind wir wieder. Nicht, dass ihr denkt, dass wir unserem Dachmobil untreu geworden sind, nur weil ich hier auf dieser alten Lok stehe. Die steht direkt neben unserem Wohnmobil-Stellplatz, wo wir dieses Wochenende verbringen. Wir haben gedacht, wir fahren mal nach dem ganzen Weihnachtstrubel, heute ist das dritte Adventswochenende, in die wunderschöne Eifel. Und wir haben wieder bombastisches Wetter, dafür, dass hier heute eine Sonnenstunde angesagt worden ist. Bin ich schon begeistert, wir haben 11 Uhr und es scheint die Sonne. Wir stehen auf dem Wohnmobilstellplatz Vulkaneifel, der direkt hier drüben liegt. Zu dem Wohnmobilstellplatz Vulkaneifel haben wir euch wieder ein separates Video gedreht, wo ihr alles zu dem Platz erfahren könnt. Schaut euch in unserer Playlist das zweite Video dazu an. Heute wollen wir euch zeigen, was es hier rund um die Vulkaneifel bei Schaltenmeeren alles zu entdecken gibt. Kommt mit, wir nehmen Fahrt auf. Es geht los. Wir sind hier auf dem Mare-Mosel-Radweg. Der geht von Daun bis Liesterber Bernkastel-Kues und ist eine entlang der ehemaligen Bahntrasse. Oder ist die ehemalige Bahntrasse? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fahren wir in die falsche Richtung. Das Maß da hinten. Was ist das? Ein richtig schönes altes Örtchen. Hier. Ach, guck mal, der Tannenbaum ist ja schön. Die sind ja schön. Das ist schön geschnitzt. Guck mal, der Adler. Die Eulen finde ich noch schöner. Die sind richtig schön. Guck mal, die haben so schöne Augen. Die sind richtig schön. Das ist toll. Süß. 3 Eulen. Mm. Ich gehe jetzt mal oben auf den Aussichtsturm. Ja, los. Schönen Tag noch. Der Brunnen ist jetzt ausgestellt bei dem Wetter. Dann gehen wir mal gucken. Kleiner Pavillon. Und eine Gedenkstätte. Wir haben hier noch das Heimwebereimuseum in Schaltenmeeren, das ihr in der alten Schule gerne besuchen könnt. Und hier haben wir auch wieder einen Adler. Und hier auch wieder so ein typisches Eifelbild. Ich habe das Geheimnis gelüftet, warum hier so viele von den Schnitzfiguren stehen. Hier gibt es einen Motorkettensägenkünstler. Fahren wir jetzt mal hin. Da guckt einer aus dem Baum raus. Das ist genial, das finde ich so gut. Also das gefällt mir mit am besten von dem, was hier steht. Gehen wir mal rum. Da sind ja auch noch welche. Ach, was machst du denn da? Nee. Da habe ich gar nicht Modell gestanden. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum du immer sagst, dass ich eine Hexe bin. Ja. Schnitzereien ja, mit der Motorsäge. Geil. Konrad Scholzen. Hier, der Förster, der ist auch gut. Hier, von der Wildsau hast du aber keine Angst. Nee. Hier ist der Förster mit dem Hundi. Da sind auch wieder Eulen. Hier ist auch die Internetseite von dem. Kannst du mal eben vielleicht für den einen oder anderen, den es interessiert, mal draufhalten. Ich finde die Eulen so toll, die ist auch wieder so schön.
baden hier? Ist leider geschlossen. In Schalkenmähren habt ihr in den Sommermonaten noch hier am Marbad eine Badestelle und einen Bootsanlegeplatz, wo ihr mit Paddelbötchen über das Mar schippern könnt. Ihr könnt schön schwimmen gehen, habt hier nebenan auch direkt einen Campingplatz. Ob es da freie Plätze gibt, kann ich euch leider nicht beantworten. Sind auf jeden Fall viele Dauercamper da. Und direkt gegenüber von dem Marbad haben wir noch einen Minigolfplatz, der wohl, so wie es aussieht, auch noch in Betrieb ist, weil da hängt eine Speisekarte drin für kleine Speisen und Getränke. Mein Mann hat mich geschrumpft. Ich habe meine Frau geschrumpft. Ja, ich bin jetzt im Pocket-Format. Die kann man ja nicht mehr schrumpfen, so klein wie die ist. Hör auf, die haben mich diese Woche auf der Arbeit gemessen. Die wollten mir echt nicht glauben, dass ich unter 1,60 bin. Ne? Ich hatte mich so gefreut. Letzte Woche kam der Nikolaus zu uns. Und da wurden Leckereien an die, nicht kleinen, sondern an die jungen Menschen verteilt. Und sonst heißt es immer an die kleinen. Da habe ich mich immer mit angestellt. Ja, das ist nicht so gut. Ja, jetzt kommt wieder die Aktion, wie komme ich hier runter? Und wie sehen meine Schuhe schon wieder aus? Kannst du mal die Kamera ausmachen? Ich versuche jetzt hier runterzukommen. Nee, genau, das ist ja dann interessant daran. Ich habe den Rucksack ja auch noch an. Runter geht, rauf war viel schwerer. Zack. Ups, da steht sie wieder. Ja. Wir sind hier am Camping Schneider, einem Stellplatz, einem Campingplatz direkt am Mar. Gehört auch zusammen mit dem Hotel Schneider, wo ihr wunderbar Kaffee trinken könnt. Da gibt es tolle Kuchen und Torten. Hier am Hotel Schneider habt ihr viele leckere Spezialitäten aus der Eifel, die ihr genießen könnt. Nicht nur heiße Schokolade, wie Opa sie mochte mit einem Stück Schokolade, sondern auch Kleppekoche. Die das Eifler Nationalgericht und ansonsten viele leckere Sachen. Heute Hück, hier wird Fleisch, auch vegetarische Gerichte dabei und zu absolut moderaten Preisen. Wer mag, findet hier auch Wildgerichte. Und eine heiße Oma. Eine heiße Oma? Hinten war der heiße Opa. Oh, die ist ja besser als der heiße Opa. Mit Eierlikör, Rum, Muskat, Milch, Sahne und Zimt. Ja. Hier haben wir noch das Café Marblick. Und daneben haben wir noch einen echt urigen Dorfladen. Mit Sitzgelegenheiten für Glühwein to go, finde ich eine tolle Idee. Vor allem auch mit den Decken. Ach, guck mal. Er macht Körbe. Haben wir noch einen Korbflechter. Das sieht man selten noch, dass es gemacht wird, außer auf den Weihnachtsmärkten oder auf diesen historischen Jahrmärkten sieht man ja selten noch Korbflechter. Ja, die sterben aus in Deutschland. Ja. Also, das hat aber damit zu tun, das ist eine schöne Sache zu machen. Ja. Aber dieser Korb kostet. Ich wollte sagen, bezahlt keiner mehr. 50 Euro. Kannst du nichts zu sagen? Schafft der Korbmacher 5 Stunden dran. Mhm. Dann müsste der ja gegen die 100 Euro nehmen. Die kriegt das ist unter Mindestlohn, wenn du das umrechnest. Ja, das ist Mindestlohn. Ja. Ja. Und in den Billigländern können die das noch machen. Ne? Mhm. Weil wir haben einen Kamin und wir haben einen als Holzkorb, der ist unkaputtbar. Ne? Und die anderen, die aus dem Baumarkt waren oder so, die halten auch nicht. Die haben wir schon ein paar Mal ersetzt. Und ich glaube, der ist auch von irgendeinem Markt gewesen. Ne? Der hält ewig. Und dann werden die einmal um die. Ich kann hier ja,
so geht das. Das ist praktisch wie beim Weben. Immer eins über das andere durch, ne? Das ist jetzt der Golf. Ja, wird der Henkel. Jetzt verstehe ich das auch. Wo ist er? Wo ist er? Guck mal. Das ist ja knuffig. Alles Eifler Spezialitäten. Schön. Liköre, Weine. Gewürzpflaumenpunsch. Oh, das klingt jetzt nach einem. Und Popcorn rum. Guck mal. Gucken wir mal, hier vorne sind ja auch noch Sachen. Hier gibt es ja auch noch Wurst und Käse. Gucken wir mal hier vorne. Ne, Café Marble, die machen zum Mitnehmen oder auch dafür. Sie können sich auch draußen hinsetzen hier. Ja? Ach, guck mal, auch hier selbstgemachte Eierlikör wieder. Ist echt originell alles. YouTube, wir haben Reisekanal. Ach so, schön. Sauerbraten. Nierengulasch, also ich jetzt ne, selten. Hausmacher Blutwurst. Den habe ich das letzte Mal gegessen. Da war ich noch Kind, Nierengulasch. Ja. Nee, also den muss ich jetzt auch nicht essen. Aber hier, da ist auch von dem, sind wir gestern dreimal drum rum gefahren, ist der Vulkanhof, Ziegenkäse. Ja. Oh. Noch das Nötige für den täglichen Bedarf ist auch da. Also richtig schön. Und vor allem den Namen finde ich so toll. Maritimes Lädchen. Ja. Mare mit 2 A, also finde ich richtig gut. Und was am besten hier ist, sind die Martaler. Die sind lecker. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber meine Frau die einen, dass sie trinkt. Die sollen dann unter sich ausmachen, das wer soll ist. Jetzt für die Chefin, ne? Für die Chefin und der Chef. Und wer ich was sehe ist. So viele Leute. Am Tag. Mm. Ich habe schon so vieles in meinem Leben gemacht, dass ich das Gesicht ja nicht richtig mache. Macht nichts. Macht nichts. Ich kenne das. Okay. Aber damit haben wir was Originelles und dann sollen die sich entscheiden. Sehr schön. Wer welche Rolle übernimmt. Du wartest auf den Zug? Genau. Oh, kannst aber lange warten. Wir sind ja an der ehemaligen Haltestelle Udler-Sachsler und fahren den Mare-Mosel-Radweg, der auf der alten Bahntrasse verläuft, wunderbar asphaltiert ist, aber ich finde richtig urig, dass die ganzen Utensilien, die zum Bahnverkehr gehörten, noch links und rechts entlang des Radweges stehen. Du kannst ihn mega gut fahren, hast kaum Steigungen drin, super asphaltiert, was jetzt bei dem Matschwetter, weil die Wiesen wirklich hier teilweise echt unter Wasser stehen, ganz gut von Vorteil ist. Nee, meine Schuhe, ja, okay, gehen noch, sagen wir es mal so. Kann man hier herrlich entlang radeln. Was wir jetzt auch weitermachen. Ich weiß jetzt, warum es Holzmar heißt. Klär uns mal auf. Weil du hier auf dem Holzweg bist. Ach so, ja. Weil das ist gar kein Lachgebiet. Das ist ein Laichgebiet, hat einer das I weggebeamt. Nein, hier stand früher eine Holzmühle. Deshalb ist es das Holzmar. Und da hinten ist auch eine Meerjungfrau.
Das sieht ja schon gut aus. Klar, Womo Diner vom Discounter. Fertigsalat und Fertigschnitzel. Wir sind völlig super. Unsere Kochkünste waren schon mal besser, aber wir haben nichts eingekauft gehabt. So. Wir haben es echt verpeilt und nochmal jetzt mit bei den Temperaturen ein bisschen in den Ort zu fahren, weil, was war das nochmal? Hotel Mare, ne? Oder Hotel Schneider? Schneider. Schneider. Das war schon mit dem Döppelkuchen, also das wäre schon perfekt gewesen, aber ich bin ganz ehrlich, im Dunkeln nachher hier nochmal hier hocheiern. Im Sommer gerne, aber jetzt waren wir zu bequem und eigentlich sollte der Salat nämlich für was ganz anderes sein, aber wir machen das Beste draus und genießen unser gemütliches Womo Diner bei wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung, kuscheligen Temperaturen. Und dann an der Stelle nochmal, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung, liebe Nachbarn, dass ich eure Katze für einen Waschbären gehalten habe. Sorry, aber ich habe noch nie gesehen, dass eine freilaufende Katze wirklich in der Nähe des Wohnmobils bleibt, die man halt mit auf Reisen nimmt und deren Lieblingsplatz auf der Achse ist. Ich habe echt gedacht, da kommt ein Waschbär und greift euch an. Sorry nochmal. Ich bin jetzt, ne? Gut, jetzt wollen wir essen, ne? Guten Appetit. Guten Appetit, zum Wohl. Prost. Prost. Ponderosa, siehst du, es gibt sie. Ich wusste es. Da steht Ponderosa dran. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Und das ist Little Joe. So wie der gestern immer rumgesprungen ist, mit Sicherheit. Das ist Little Känguru. Das ist Hopsing. Ja? Du bist Hopsing. Mag den. Oder Kaktrin. Was ist denn? Was ist los? Nee, ich komme nicht runter. Ja. Du bist auch neugierig da hinten, ne? Wollt ihr mal gucken, wo ich bin? Kommt mal. Ah, muss mal geölt werden. Hallo. Seid ihr bereit für unser Fazit zu Schalkenmähren? Super ruhig, gute Lage, guter Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen. Sommer wie Winter, mit Sicherheit eine Reise wert. Wer einfach nur entschleunigen möchte, die Seele baumeln lassen möchte oder hier wandern, Radfahren möchte, ist hier genau richtig. Der Platz ist mega ruhig. Am besten gefällt mir das Parkleitsystem, wo ihr auf der Homepage sehen könnt, wie viele Plätze noch frei sind. Im Sommer meistens freitags mittags ab 12 schon ziemlich zu. Aber versucht einfach euer Glück. Wir haben das Wochenende genossen und sind jetzt bestens entspannt für unseren Urlaub, der am Donnerstag schon startet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns für dieses Video und für alle weiteren, die wir euch natürlich machen, ein Like und ein Abo dalasst. Folgt uns auf Instagram. Wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir sind jede Woche unterwegs. Es war wieder schön mit euch, für euch unterwegs zu sein. Wir sagen an der Stelle einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Duckmobil.